Ich begrüße Sie in der Dunklen Akademie. Ein Besucher meines Kanals hat mich ermutigt, etwas über Tolstoi zu machen und dem komme ich gerne nach. Wie fange ich an? Bruce Springsteen, der Musiker, hat einen Spitznamen. Bruce Springsteen hat den Spitznamen Der Boss. Wie kommt das? Ganz einfach, obwohl es unter Musikern unglaublich viele Stile und Rivalitäten gibt, sind sich doch alle einig, dass Bruce Springsteen der Größte ist, also nennen sie ihn den Boss. In Analogie möchte ich dazu sagen, Leo Tolstoi ist für die Weltliteratur das, was Bruce Springsteen für den Rock'n'Roll ist, der Boss. Das ist mein Grund, warum Tolstoi für mich der Größte ist. Was macht eigentlich hohe Literatur aus? Wie kommen wir dazu? Welche Kriterien haben wir, Literatur als höher oder niedriger zu bewerten? Ich fange mal mit dem an, was hohe Literatur nicht ist. Zum Beispiel, wenn ich meine Mutter besuche, dann schauen wir uns auf ihrem Sofa Vorabendserien an. Zum Beispiel Soko Wismar oder Soko Kitzbühel. Da geht es dann um Kriminalfälle, die leidlich interessant ist oder nicht. Wenn sie doof sind, dann lästern wir ganz herrlich. Aber worum es da geht, bei diesen Fällen haben wir am nächsten Tag vergessen. Zum Beispiel gibt es da einen Mordfall, wo ein Sportlehrer ertrunken im Schwimmbecken gefunden wird. Ich kann mich an dieses Bild noch erinnern. Aber wer ihn jetzt umgebracht hat und warum, das ist mir vollkommen entfallen, weil es mich überhaupt nicht interessiert. So, und wenn man jetzt Romane schreibt, es gibt auch natürlich Unterhaltungsromane, die Lesefutter sind und dann ohne weitere Wirkungen wieder vergehen. Wenn ich mich aber anstrenge, einen Roman zu schreiben, dann wünsche ich mir schon, dass die Figuren und was sie erleben, am nächsten Tag nicht vergessen sind. Und wenn über viele Generationen eine Geschichte oder Figuren im Gedächtnis der Leser haften bleiben, ja, dann haben wir hohe Literatur. Und um mit dem größten Brocken von allen anzufangen, Krieg und Frieden, da kann man das sehr schön beobachten. Hohe Literatur zeichnet sich für mich dadurch aus, dass sie mehrere Stockwerke hat. Das erste Stockwerk ist die Geschichte. Im Fall von Krieg und Frieden, der Russlandfeldzug Napoleons im Jahr 1812, was eine großartige, spannende Geschichte ist. Aber diese Geschichte ist nur der Anlass, um allgemeingültige Sachen zu verhandeln, um alle denkbaren menschlichen Situationen und Gefühle zu illustrieren, damit wir, also alle Leute, die in einer Menschenhaut stecken, das mitfühlen können. Das ist im Falle von Krieg und Frieden ein junges Mädchen, das sich einfach daran erfreut, ein junges Mädchen zu sein und verliebt zu sein. Dieses junge Mädchen wird einen fürchterlichen Fehler begehen, mit dem sie ihr Leben zerstören wird. Dann gibt es den Haupthelden Pierre, einen leicht depressiven, leicht dicklichen, ja eher Anti-Helden, aber der Held von Krieg und Frieden ist, der überraschend, weil er ein uneheliches Kind ist, dann doch zum Erben wird und zum reichen Mann, dann unbedacht heiratet und nicht glücklich dabei ist. Und dieser Pierre wird dann in den Wahnsinn des Krieges gerissen und wir fiebern mit ihm mit. Ich bin sehr froh, dass ich diesen Tolstoi mit Krieg und Frieden erst nach 50 entdeckt habe, denn es ist fantastisch, mit über 50 noch so eine Entdeckung zu machen. Natürlich werden Sie sich nicht an meinen Rat halten, Sie werden ihn schon vorher lesen. Falls Sie das tun, würde ich sehr empfehlen, dass Sie ihn später im Alter noch einmal lesen. Denn neben dieser zweiten Ebene, die ich genannt habe, allgemein menschliches, allgemein gültige, durch alle Zeiten überdauernde Gefühlszustände, Situationen, hat Tolstoi noch ein drittes Stockwerk. Das nenne ich einmal ein geschichtsphilosophisches, denn er nimmt diese Handlung, den Russlandfeldzug Napoleons und das Schicksal seiner Protagonisten zum Anlass, viel weitere Überlegungen zu führen über Gott und die Welt, über Geschicke, er zieht über Napoleon her, entzaubert ihn, er lässt dem General Kutusow, dem Widersacher Napoleons, Gerechtigkeit zukommen, denn es wird immer gesagt, Kutusow sei seinem Gegner ja überhaupt nicht gewachsen gewesen, dem großen Napoleon. Dann ist die Frage, wie konnte es dann passieren, dass Napoleon diesen Krieg verloren hat? Es gibt dann
Überlegungen zum Beispiel, der Zar besucht die russische Armee. Diese russische Armee ist so lange nicht funktionstüchtig, wie der Zar dort weilt, denn Offiziere versuchen nur dem Zaren zu gefallen und sind nicht in der Lage, ihrer Arbeit nachzugehen. Die russische Armee besteht aus zwei Teilarmeen, der Nordarmee und der Südarmee. Die Nordarmee hat einen deutschen General, die Südarmee einen russischen. Nun hat der deutsche General den Oberbefehl. Und als Nordarmee und Südarmee sich in der Mitte treffen sollen, um sich Napoleon entgegenzustellen, tja, da ist der russische General der Südarmee einfach eifersüchtig, dass sein deutscher Rivale den Oberbefehl hat. Und nur weil er schmollt, zieht der General der Südarmee sich immer weiter nach Osten und zwingt den General und Hauptgeneral der Nordarmee ebenfalls immer weiter nach Osten zu ziehen. Und damit locken sie, ohne es zu beabsichtigen, Napoleon auch immer weiter nach Osten und letztendlich in sein Verderben. Es gibt eine Hollywood-Verfilmung von Krieg und Frieden mit Audrey Hepburn und Mel Ferrer, die natürlich nicht gelungen ist, weil sie einfach die Handlung abfotografiert, was nicht ausreicht, um so einen Klassiker zu adaptieren. Ein schmähliches Beispiel, da wird zum Beispiel die rührselige Geschichte erzählt, unser Pierre ist in Kriegsgefangenschaft und er hat einen Kameraden liebgewonnen. Gemeinsam schleppen sie sich durch den Schneesturm, denn die Franzosen haben die Order gegeben, wer zurückbleibt, wird erschossen. Niemand darf zurückbleiben. Und dann ist der Kamerad von Pierre so erschöpft, er kann nicht mehr weiter, er muss zurückbleiben. Und wir wissen natürlich, was passiert. Pierre, der am Leben bleiben will, zieht weiter. Und der Erschöpfte bleibt zurück. Und als der Franzose sein Gewehr auf ihn richtet, dann bekreuzigt er sich noch und dann gibt es einen kitschigen Tod. Im Roman ist das viel besser und viel grausamer. Denn im Roman wird auch geschildert, die Franzosen geben den Befehl aus, zurückbleibende Gefangene werden erschossen. Und Pierre hat wirklich erlebt, dass sein Freund zurückbleiben muss, weil er erschöpft ist. Und Pierre läuft weiter und dann kracht ein Schuss. Und natürlich wissen wir als Leser genau, was passiert ist. Der Freund ist zurückgeblieben und wurde erschossen. Aber Pierres Bewusstsein schafft es, diese beiden Sachen zu trennen. Es gibt eine Art Schizophrenie aus Not. Pierre hört den Schuss, bringt ihn aber nicht in Verbindung mit dem Tod seines Freundes oder überhaupt mit seinem Freund. Weil er überleben will, beschließt der Geist von Pierre, also die Seele, sein Gehirn zu blockieren. Und das ist wirklich eines der packendsten Szenen im Roman, die ein Hollywood-Film aus der goldenen Zeit natürlich nicht nachvollziehen kann. Wenn man ein Wahnsinnswerk wie Krieg und Frieden abschließt, veröffentlicht, du lieber Himmel, was macht man dann mit seinem Leben? Angeln? Briefmarken sammeln, da kann man doch eigentlich nur noch ins Wasser gehen. Tolstoi ist dann auch wirklich in schwere Depressionen gefallen, hat die alten Klassiker gelesen, hat sich viel mit Schopenhauer beschäftigt und dann, ja, das nächste Stück Weltliteratur geschrieben. Anna Karenina, eine der drei großen Frauenromane der Weltliteratur. Übrigens, finde ich es ganz interessant. Krieg und Frieden habe ich in einer sehr preiswerten Ausgabe, wo die Übersetzung von 1912 stammt, wohingegen diese Ausgabe von Anna Karenina neu übersetzt mit ausführlichen Stellenkommentaren versehen ist. Und was ich toll finde, es ist egal, in welcher Ausgabe Sie Tolstoi lesen. Tolstoi ist immer grandios. Ich habe mit der Übersetzung von 1912 überhaupt keine Probleme gehabt. Sie wurde behutsam modernisiert, aber Tolstoi bleibt Tolstoi. Die Geschichte ist allgemein bekannt. Anna Karenina ist unglücklich verheiratet. Sie verliebt sich in den Grafen Wronski. Es gibt einen gesellschaftlichen Skandal. Die beiden büchsen aus und ja, am Schluss des Romans nimmt die Heldin, die Titelheldin, sich das Leben. Und wer mir beantworten kann, warum nimmt Anna Karenina sich das Leben, warum wirft sie sich vor den Zug, wer das korrekt beantworten kann,
bitte in die Kommentare zu diesem Beitrag, der darf sich von mir ein Video, ein eigenes Sondervideo wünschen. Das ist mein kleines literarisches Quiz. Also, Anna Karenina, da gibt es eine Parallelhandlung, die genauso wichtig ist. Da geht es um den jungen adligen Levin, der auch nicht glücklich mit seinem Leben ist und seinen Weg sucht. Jetzt kann ich das verstehen, viele Leser sind genervt, die wollen, wenn sie Anna Karenina lesen, nicht die Geschichte von Levin lesen, aber diese beiden Parallelhandlungen halten sich die Waage. Denn so wie Anna Karenina scheitert, so wird dann Levin, der junge Mann, nach vielen, vielen Irrwegen dann doch glücklich. Und wie er zu seinem Seelenfrieden findet, ist ganz interessant. Tolstoi hat sich mit Schopenhauer befasst und Tolstoi war ein frommer Christ. Das sind jetzt zwei Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen, denn es gibt niemanden, der so heftig gegen das Christentum geholzt hat wie Schopenhauer, Nietzsche vielleicht noch. In Anna Karenina gibt es Passagen, die mit Schopenhauers die Welt als Wille und Vorstellung wortwörtlich übereinstimmen. Und ich glaube nicht, dass die Übersetzerin sich dessen bewusst war. Tolstoi nimmt das Christentum, nicht das Christentum der Kirche, das verachtet hat, sondern das Christentum seiner Seele, seiner Frömmigkeit und verknüpft es mit Schopenhauers Mitleidethik. Schopenhauers Mitleidethik geht davon aus, dass die Trennung aller Kreaturen eine Illusion ist. In Wirklichkeit sind wir alle eins. Und dem Mitmenschen zu helfen, anstatt ihn zu quälen, ist nicht nur ethisch das Richtige, sondern ist auch vernünftig. Ja, und das finde ich wirklich erstaunlich, dass Tolstoi Christentum und Schopenhauerianismus miteinander verschmilzt, ohne einem von beiden Gewalt anzutun. Das ist schon eine große Leistung. Für Krieg und Frieden und für Anna Karenina muss ich keine Werbung machen. Die sind so berühmt, die verkaufen sich von selbst. Im Schatten steht ein bisschen Tolstois letzter Roman Auferstehung. Und für den würde ich gerne Werbung machen. Denn natürlich war auch ich todtraurig, nachdem ich Krieg und Frieden gelesen hatte und Anna Karenina gelesen hatte, sagte ich, oh mein Gott, was soll ich denn jetzt noch mit meinen Leserabenden anfangen? Und dann kam dieser scheinbar unspektakuläre dritte Roman, Auferstehung. Da geht es um einen Fürsten Nechliudov, im besten Alter, nein, ein junger Mann, der jetzt langsam heiraten sollte, seinen Weg in der Gesellschaft finden soll. Dieser Nechliudov ist Geschworener in einem Schöffengericht. Und während eines Prozesses, wo er als Geschworener dann bestellt wurde, wird eine junge Frau wegen eines Verbrechens verurteilt, das sie nicht begangen hat. Es geht um einen Raubmord, in den sie irgendwie schon verwickelt war, aber es wird dann deutlich, dass sie nicht schuldig ist, aber hineingezogen wird und dann zu einer langjährigen Haftstrafe in Sibirien verurteilt wird. Nechliudov, der Schöffe, erkennt diese junge Frau wieder. Es ist seine Jugendgeliebte, die er, als er sehr, sehr, sehr jung war, geschwängert und dann im Stich gelassen hat. Weil er sie schwängerte und sie damit ein gefallenes Mädchen ist sie in der Gesellschaft gescheitert, endete als Prostituierte und jetzt am Schluss als Gefangene in Sibirien und er, Nechliudov, ist dafür verantwortlich. In diesem Moment beschließt der junge Fürst, Buße zu tun, es wieder gut zu machen und folgt dem Treck der Gefangenen bis nach Sibirien. Das Faszinierende an diesem Roman ist, wie gemächlich, langsam, aber zielgerichtet er vorgeht. Der Leser fühlt sich an der Hand genommen, also ich fühlte mich an der Hand genommen. Es hat wahnsinnigen Spaß gemacht, diesen Roman zu lesen. Die Geschichte ist interessant, na gut. Das Allgemeingültige, das zweite Stockwerk, noch viel interessanter. Und jetzt kommen wir zum dritten Stockwerk, denn Tolstoi bringt hier etwas wirklich Großartiges zustande. Er hat mir das Christentum erklärt. Aber so erklärt, dass ich es wirklich verstanden habe zum ersten Mal und so erklärt, dass ich es respektieren kann. Und nach dem Roman ist Tolstoi auch prompt dann aus der Kirche ausgeschlossen worden.
Wie erklärt Tolstoi das Christentum, so dass wir es verstehen? Er erklärt es dadurch, dass er sagt, was das Christentum nicht ist. Er schildert detailliert einen Gefängnisgottesdienst. Niemand von den Anwesenden kam es in den Kopf, dass alles, was hier verrichtet wurde, die größte Lästerung und Verhöhnung desselben Jesus sei, in dessen Namen all dies geschah. Niemandem kam es in den Kopf, dass das vergoldete Kreuz mit den emaillierten Medaillons an den Enden, das der Priester gebracht und den Leuten zum Küssen dargereicht, nichts anderes war als eine Darstellung desselben Galgens, an welchem Christus gerade dafür hingerichtet wurde, dass er all das verboten hatte, was jetzt hier in seinem Namen verrichtet wurde. Niemandem kam es in den Sinn, dass jene Priester, die sich einbildeten, unter der Gestalt von Brot und Wein den Leib Christi zu essen und sein Blut zu trinken, wirklich seinen Leib essen und sein Blut trinken, aber nicht in den Brotstücken und in dem Wein, sondern dadurch, dass sie jene, die Kleinen, mit denen Christus sich identifiziert hatte, verführen und sie des größten Heils berauben, den größten Qualen unterwerfen, indem sie vor den Leuten jene Heilsverkündigung verbergen, die er ihnen gebracht hat. So, jetzt bin ich schon am Ende. Und am Ende möchte ich noch ganz kurz, damit Sie noch den Ton hören, den Anfang dieses Romans, die erste Seite vorstellen. Und verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Beitrag. Wie sehr sich die Menschen auch mühten, nachdem sie ihrer einige Hunderttausend auf einem kleinen Raume angesammelt hatten. Die Erde, auf der sie sich drängten zu verunstalten, wie sehr sie den Boden mit Steinen zurammelten, damit nichts darauf wachse, wie eifrig sie ihn von jedem hervorbrechenden Gräschen reinigten, wie sehr sie mit Steinkohlen, mit Naphta dunsteten, wie sehr sie auch die Bäume beschnitten, alle Tiere und Vögel verjagten, der Frühling war doch Frühling, sogar eine Stadt. Die Sonne wärmte, das neu auflebende Gras wuchs, grünte überall, wo man es nicht weggekratzt hatte, nicht nur auf den Rasenstücken der Boulevards, sondern auch zwischen den Steinplatten, Birken, Pappeln, Traubenkirschen ließen ihre klebrigen, duftigen Blätter sich entfalten. Die Linden schwellten ihre berstenden Knospen. Dohlen, Spatzen und Tauben bereiteten schon frühlingshaft fröhlich ihre Nester. Bienen und Fliegen summten, von der Sonne erwärmt, an den Wänden. Fröhlich waren die Pflanzen, die Vögel, die Insekten, die Kinder. Nur die Menschen. Die großen erwachsenen Menschen hörten nicht auf, sich und einander zu betrügen und zu quälen. Die Menschen glaubten, dass nicht dieser Frühlingsmorgen heilig und wichtig sei, nicht diese Schönheit der Gotteswelt, die zum Heil aller Wesen gegeben ist, die Schönheit, die zum Frieden, zur Eintracht, zur Liebe geneigt macht, sondern heilig und wichtig war das, was sie selbst sich ausgedacht hatten, um übereinander zu herrschen.